Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2. Wieder natürlich mit Knautschelot, der ist auch am Start. Hi, grüß Und euch. wir haben was richtig Cooles herausgefunden, denn es gab in Dying Light 1 einen Glitch, mit dem man sein Inventar und auch Waffen vervielfältigen konnte. Was natürlich jetzt ultra praktisch ist, wenn man beispielsweise eine Lieblingswaffe gefunden hat, die sich aber relativ schnell abnutzt und somit dann irgendwann unbrauchbar wird. Dem können wir jetzt entgegenwirken, denn wenn ihr in einer Koop-Session seid und einer von euch seinen Loot droppt, so wie Knautschlott es gerade getan hat, dann kann der andere den ganzen Loot Genau, bedient aufnehmen. euch, bedient euch. Ich danke, so wie am Also Flohmarkt hier. quasi Materialien, Waffen, Verbrauchsgegenstände, alles, was man so dabei hat. So, ich stehe Genau. jetzt quasi blank hier. So, er hat mir quasi seinen Loot gedroppt. Können wir nochmal ins Inventar gehen. Hier sieht man das auch nochmal alles, was ich gerade eben von ihm bekommen habe. Wenn er jetzt einen Rage Quit macht, das bedeutet in den Home-Bildschirm der PlayStation wechselt, das Spiel beenden, wird er aus meiner Session rausgekickt. Der Clou ist aber, in dem Moment, wo er das Spiel neu startet und wieder zurück in meine Session kommt, hat er automatisch den ganzen Loot wieder in seinem Inventar, den er mir gerade gedroppt hat. Und somit haben wir quasi sein komplettes Inventar dupliziert. Und dann kann ich ihm es jetzt zurückdroppen, wenn er gleich zurück in meine Sitzung kommt. Und er hat die doppelte Anzahl an Inventargegenständen. Und wenn man das ein paar Mal hin und her macht, oder beispielsweise auch in einer Vierer-Koop-Session, kann man so innerhalb von kürzester Zeit wirklich hart grinden und ja, sich quasi, ich würde mal sagen, nach ein, zwei Stunden fast alles kaufen, weil das Geld ist dann kein Problem mehr. Ich hoffe, euch hat der Tipp gefallen und bis zum nächsten Mal.